Ekelhafte Drohungen. War Herzogin Meghan während ihrer Zeit in Großbritannien Morddrohungen ausgesetzt? Das sagt ein hochrangiger Polizeibeamter dazu. Neil Basu, ein ehemaliger Anti-Terror-Chef der Metropolitan Police, gab bekannt, dass die 41-jährige ehemalige Suits-Schauspielerin zu der Zeit sehr realen Drohungen von Rechtsextremen ausgesetzt gewesen sei. Auf die Frage, wie er die Drohungen charakterisieren würde, die Meghan und ihr 38-jähriger Ehemann Prinz Harry damals erhielten, erklärte Basu gegenüber Channel 4 News: Nun, das war ekelhaft und sehr real. Ich habe viele Jahre über öffentlich über die Bedrohung durch rechtsextremen Terrorismus in diesem Land gesprochen. Ich wurde oft fälschlicherweise zitiert, dass ich den Ball aus den Augen lassen würde, als ob ich denke, dass dies die größte Bedrohung wäre. Ich habe es nie als die größte Bedrohung benannt, aber es war die am schnellsten wachsende. Der stellvertretende Kommissar der Met Police gab auch zu, dass Personen wegen der Drohungen gegen Meghan strafrechtlich verfolgt wurden. Auf die Frage, ob es viele ernsthafte, glaubwürdige Drohungen gegen die Herzogin gegeben hätte, die von der extremen Rechten ausgehen, sagte er: Absolut. Wenn Sie das geschriebene Zeug gesehen hätten und es erhalten hätten, die Art von Rhetorik, die online ist, wenn Sie nicht wissen, was ich weiß, würden Sie sich die ganze Zeit über bedroht fühlen. Harry und Meghan waren vor 2 Jahren in die USA gezogen, nachdem sich das Paar im Januar 2020 von ihrem Amt als arbeitende Royals zurückgezogen hatte.